Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar wieder ein Unpacking, ja, total selten. Und entschuldige, wie ich aussehe, aber ich bin ein wenig krank. Ja, deswegen, meine Haut sieht auch dementsprechend aus, meine Stimme ist auch dementsprechend. Aber ich wollte es jetzt trotzdem einmal abdrehen, das Video. Und zwar war ja Ostern und ich habe von meinen Eltern eine Rebuy-Bestellung geschenkt bekommen. Sozusagen. Also ich habe mir halt Bücher ausgesucht und die haben sie mir halt bezahlt. Genau. Eigentlich, ich glaube, es sind 12 Stück oder so, aber das Problem an der Sache ist, dass ich drei falsche Bücher mir mit bestellt habe. Ich habe erstens, wollte ich von Chevis, nee, heißt die Chevis, wie heißen die nochmal? Chevis Stevens oder so? Eigentlich den ersten Band bestellen, Still Missing. Ich habe aber die ganze Zeit Never Knowing im Kopf gehabt und deswegen habe ich Never Knowing mir bestellt. Das schon in meinem Bücherregal steht. Total super. Habe ich aber erst alles dann hinterher gemerkt, als ich mir dann nochmal meine Bestellliste angeguckt habe. Nachdem ich es natürlich bezahlt habe erst, heißt, ich konnte es auch nicht mehr stornieren. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass ich mir zwei Bücher zweimal bestellt habe. Ich weiß nicht, wie sowas passieren konnte. Auf jeden Fall habe ich zwei Bücher zweimal bestellt. Aber ich werde das nicht zurückschicken, weil das sind so eine kleinen Beträge gewesen, dass ich die lieber verschenken möchte. Als irgendwie mir den Aufwand zu machen, nochmal zur Post zu gehen und so weiter. So, genug erzählt. Das ist das Paket. Nee, ich lasse es hier einfach stehen. Mache es mal auf. Und wenn ich mich heute öfters mal räuspern muss oder husten muss, bitte verzeiht es mir. Wie gesagt, ich bin halt ein bisschen angeschlagen. Aber ich wollte halt nicht warten. Ich will es jetzt aufhaben und mir angucken. Auch wenn ich weiß, was ich bestellt habe. So, da guckt es mich auch schon direkt an, dieses Verräterbuch. Ah, nee, doch nicht. Okay, ist ein anderes. Also, erstmal habe ich mir bestellt von Jussi Adler-Olsen Erbarmen. Dieses Buch habe ich schon mal gelesen, vor ein paar Jahren. Kann mich aber nicht mehr so dran erinnern. Und mir hat es damals auf jeden Fall nicht so gut gefallen, glaube ich. Aber ich habe gemerkt, dass in den letzten Jahren sich mein Geschmack sehr verändert hat und dass ich Bücher, die ich damals doof fand, dass sie mir heute bestimmt gefallen werden. So, wisst ihr, wie ich meine? Und er hat ja auch ein paar weitere Bände geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ich glaube, 8 oder so. Aber ja, und die will ich jetzt auf jeden Fall mir alle nacheinander dann besorgen und durchlesen, weil, wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt so meine Zeit dafür ist. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt ja wirklich Bücher, die findet man erst irgendwann später gut, wenn man sie dann auch wirklich erst richtig versteht. So, und ich glaube, das wird so eins sein, weil sehr viele diese Bücher ja total gerne mögen und deswegen, ja, probiere ich mich jetzt damit auch aus. So, dann habe ich mir von Sabine Thiesler Nachtprinzessin bestellt. Da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Da gibt es ja auch wieder sehr viele gemischte Meinungen zu. Weil es ja auch viel um Homosexualität geht oder so. Oder der Killer oder so ist homosexuell veranlagt. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich es mir bestellt. Und das war auch in meinem Warenkorb drin. Ich habe erstmal alles in meinen Warenkorb gepackt und wollte am nächsten Tag dann noch ein bisschen weiter gucken. Und auf einmal stand dann da, dass dieser Artikel nicht mehr verfügbar ist. Und ich dachte, ich kriege gleich einen Heulkrampf. Aber dann war ja Gott sei Dank doch wieder da. Deswegen, ich freue mich da richtig drauf. Ich will ja von ihr alle Bücher lesen. Bin ja schon gut dran. So, dann habe ich ein Buch, was ich mir zweimal bestellt habe. Und zwar von Jeffrey Deaver, Die Menschenleserin. Auf dieses Buch freue ich mich auch schon richtig, richtig, richtig dolle, denn da geht es halt darum, dass da irgendeine, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Naja, okay, ich weiß nicht, steht jetzt hier auch nicht drauf, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist
geht es um eine Verhörspezialistin, die Menschen wie ein Buch liest, sozusagen. Also sie sieht halt, wenn die Menschen lügen oder ob sie die Wahrheit sagen und so. Und dieses Thema interessiert mich ja richtig, richtig dolle. Ich finde sowas richtig cool. Erinnert mich auch ein bisschen an die Serie Lie to Me, falls sie jemand von euch kennt. Ich suchte die halt gerade und ich fand das auch mega, mega, mega gut. Ich will auch sowas voll gerne können. So sofort sehen, so, es war gelogen oder du oder was weiß ich. Halt richtig cool. Wie gesagt, das habe ich jetzt doppelt bestellt. Das müsste jetzt gleich irgendwo nochmal kommen. So, dann das nächste Buch, was ich mir doppelt bestellt habe, ist von Gillian Hoffmann, Cupido. Ja, ich weiß, ich habe in meinem letzten Unpacking noch gesagt, wo ich Mädchenfinger von ihr hatte, dass ich Cupido damals gelesen habe und mich nicht so überzeugen konnte. Das ist aber auch so ein Buch wie das von Jussi Adler-Olsen, wo ich auch glaube, dass es einfach nur nicht die richtige Zeit für mich war, wo ich es gelesen habe und das ist jetzt nochmal probieren möchte. Falls es mich immer noch nicht überzeugt, es ist nicht schlimm. Dieses Buch hat 69 Cent gekostet. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Gibt es ja auch drei Teile von. So. Dann habe ich von Richard Layman Die Familie mir bestellt. Das war auch das teuerste Buch. Das war auch das teuerste Buch, was ich mir jemals bei Reba bestellt habe. 3,50 € kam das nämlich. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum mich das so angesprochen hat. Ich habe auch nicht gelesen, um was es dort geht. Aber irgendwie wollte ich das haben. Ich habe auch nie was von diesem Buch gehört. Habe ich jetzt geweint? Nein. Habe ich auch noch nie was von diesem Buch gehört, aber irgendwie wollte ich es unbedingt haben. Und ich muss mal jetzt ganz ehrlich dazu sagen, dafür, dass dieses Buch 3,50 € kostet, finde ich, ist der Zustand nicht so gut. Guck mal, hier sind voll die Eselsohren. Hier unten auch. Da sehen die günstigeren Bücher besser aus. Egal. Dann habe ich bestellt noch ein Buch, wo ich vom ersten Teil ja überhaupt nicht begeistert war. Und zwar war der erste Teil Der Erdbeerpflücker von Monika Veeth. Dieses Buch hat mich ja zu Tode gelangweilt. Aber ich glaube, es lag nur daran, dass ich wusste, um was es geht, weil ja der Knackpunkt der Geschichte sozusagen hinten im Klappentext stand. Und deswegen fand ich dieses Buch, glaube ich, total blöd. Ich habe mir jetzt aber den zweiten nochmal bestellt, Der Mädchenmaler. Ups. Genau das. Ich habe mir jetzt nicht hinten durchgelesen, um was es geht. Ich habe Angst, dass ich wieder zu doll gespoilert werde und deswegen lasse ich mich einfach mal komplett überraschen. Und vielleicht, also ich hoffe irgendwie, dass mir diese Reihe doch noch gefallen wird, weil irgendwie finde ich die total süß aufgemacht. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. So, haben wir jetzt nochmal den zweiten Doppelkauf hier. So, da haben wir Never Knowing, ne? Wie gesagt, das steht schon in meinem Bücherregal. Das verschenke ich. Ich wollte eigentlich den ersten haben, damit ich endlich mal anfangen kann, diese Reihe zu lesen. War wohl wieder nichts. Ich muss hier mal kurz ein bisschen umbauen, weil hier gerade alles wieder runterfällt. So. So, dann habe ich von Veit Etzold Final Cut. Es ist ja der erste Band, ne? Und von ihm habe ich ja auch noch. Wie heißt denn das jetzt schon wieder? Den zweiten Band, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt den ersten Band bestellt. Ja, weil ich ja von ihm auch nur Gutes gehört habe. Aber ich habe bis jetzt noch keins gelesen. Habe zwar eins stehen, aber ich dachte, okay, komm. Fängst du mal vernünftig mit dem ersten Teil an. Das hier zum Beispiel kam nur 1 € und guck mal, wie gut das schon wieder aussieht. Ne? Dieses andere für 3 € sieht aus wie, weiß ich nicht was. Finde ich ein bisschen blöd, aber naja. Dann habe ich von Lars Kepler Der Hypnotiseur mir bestellt. Dieses Buch, da habe ich lange mit gerungen. Ich dachte immer, bestellst du es hier, bestellst du es hier nicht. Und dann hat mir letztens eine Patientin erzählt, weil die hört immer bei mir, wenn sie in der Behandlung ist, Hörbücher. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie das gerade hört und sie meinte so, sie müssten sich das unbedingt kaufen, das ist so super. Und dann dachte ich so, okay, überzeugt, ich werde es mir doch jetzt bestellen. Das ist auch der erste Band. Ich weiß auch nicht so genau, um was es dort geht, aber ja, ihr wollt es unbedingt haben. Na, Cupido nochmal. Dann habe ich von James Carroll Broken Dolls, Er tötet ihre Seelen. Dieses Buch wollte ich auch schon länger haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum.
Auf jeden Fall wollte ich dieses Buch halt wirklich schon länger haben, aber immer wenn ich es bestellen wollte, war es nicht da und jetzt ist es da gewesen und jetzt habe ich es. Ja, habe ich auch schon sehr viel Gutes drüber gehört. Ich weiß aber nicht genau, um was es geht. Vier Frauen sind dem perfiden Täter schon in die Hände gefallen. Er hat ihr Leben grausam vernichtet. Jetzt ist eine fünfte Frau verschwunden und der Profiler Jefferson Winter, eigenwillig hochintelligent von seinen eigenen Dämonen verfolgt, wird alles daran setzen, dass sie nicht zum fünften Opfer wird. Auf jeden Fall soll das Buch richtig gut sein, habe ich soweit so halt von mehreren Ecken gehört. Dann zum Schluss das Buch, was ich eigentlich das eine Mal für meinen Freund bestellen wollte, wo ich ja anstatt diesem Buch Gregs Tagebuch bekommen habe. Jetzt haben sie mir richtig geschickt und zwar Houdini, Moretti und Co. Die besten Tricks der großen Sensationsdarsteller. Das wollte er nämlich eigentlich haben. So, jetzt haben sie es mir richtig geschickt. Ich hoffe, er freut sich. Ich hoffe, er liest es auch. Ja. Und das war's. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das wirklich die schlechteste Rebuy-Bestellung war. Von der Qualität her und dem Zustand der Bücher. Da waren wirklich das einzigste Buch, was richtig gut aussah, ist Broken Dolls und das von Veit Etzold. Und okay, der Mädchenmaler sieht auch noch ganz gut aus, aber der Rest sieht nicht schön aus. Da sind überall Knickel drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt von dem Versand herkam, kann ja gut sein, aber finde ich ein bisschen blöd, muss ich jetzt ehrlich sagen. Auch wenn ich da ja nicht so pingelig bin, aber wie gesagt, das mit Richard Layman zum Beispiel, da bezahlt man schon mal ein bisschen mehr Geld. Und ich glaube, der Zustand war sogar noch wie neu, den ich angeklickt habe und sieht schlechter aus als die 70-Cent-Bücher. Naja, ist auch egal. Das war meine Oster-Unpacking-Unpackings-Video. No. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da und schreibt mir gerne viele Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!